Ey, jemand hat die Credits kaputt gemacht. Du bist ein Wurm in der Zeit. Du hast den Boss mit dir mitgenommen. Du wolltest die Wahrheit. Das passiert gerade wirklich. Federal Bureau of Control, wie kann ich helfen? Diese Berichte müssen getippt und dem Management vorgelegt werden. Gleich morgen früh. Die Behörde ist die beste darin, gewöhnliche Amerikaner vor fremden Bedrohungen zu schützen. Da ist die Neue. Steht den ganzen Tag herum und träumt mit offenen Augen, wenn sie arbeiten sollte. Für wen hält sie sich denn? Den Direktor? Alter, es geht weiter. Die da am Schwarzmarkt, was es für Aufgaben gibt. Räume die Kaffeetassen auf. Überbringe die Post. Warum haben Sie bloß Ihren Job noch? Geben Sie mir eine Chance. Ich kann das besser. Schön. Und jetzt raus hier. Danke. Vielen Dank. Kann auch sein, dass das einfach nur eine verrückte Aufgabe ist für nach den Credits. Aber es kann ja nicht vorbei sein. Irgendwie das Ende kann nicht so sein. Das Ende kann einfach nicht so sein. Das ist alles. Danke für die Chance. Sie können gehen. Ich helfe gerne weiter. Das ist alles. Kein Problem. Warum kriegt jeder immer nur einen Brief? Es gibt einfach keine guten Hilfskräfte mehr. Tut mir leid, Sir. Ach, guck mal, wer da ist. Nein, Emily. Ist da. Nein, heute nicht. Muss ein Forschungsprojekt betreuen. Ja, streng geheim. Streng vertraulich. Ja, stimmt. Irgendwie hören die Aufgaben nicht auf. Die wiederholen sich immer wieder. Wir wissen nicht, ob sie zurückkommt. Sie ist ja auch schon recht alt. Aber als Sekretärin des Direktors ist sie die Einzige, die ihm die Post bringt. Wer macht das denn heute? Ich erwarte. Keiner meldet. Erstmal auf Klo heulen gehen. Nimm das, du japanischer Kopierer. Jetzt denke ich wieder ganz kompliziert, indem ich alles bis auf einen kurzen davor voll mache und dann schieße ich alle drei Missionen gleichzeitig ab. Auf dem Tisch. Sofort, Mann. Was ist da drüben? Bist du sicher, dass du dich nicht verirrt hast?
Vielleicht findest du dich im Büro des Direktors. Alter, das ist voll Brainfuck. Oh, super. Ich habe schon auf die Post gewartet. Legen Sie sie einfach auf den Tisch, bitte. Bitte nehmen Sie auch den Postausgang mit. Vielen Dank. Sehr gut. Warte. Was ist los? Ich will das nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nicht. Etwas vergessen. Ich kann nicht denken. Was mache ich? Wo bist du? Ich kann nichts fühlen. Ich will hier nicht alleine sein. Sie sind zu spät. Bin ich? Was ist das? Da tippen Warum welche von diesen auf? Von diesen komischen Viechern Mach tippen hier. Auf, bitte, ich will nach Hause. Vielleicht bin ich ja irgendwie auf der Astralebene gerade. Irgendwie sind die Welten total verdreht. Es gibt einfach keine guten Hilfskräfte. Schön. Und jetzt raus hier. Das ist alles. Das ist alles. Ich habe nichts mehr für Sie. Typ mit... Ich habe nichts mehr für Sie. Sie können gehen. Schön. Und jetzt raus hier. Würde Dylan der neue Direktor werden? Wieder meinen Posten übernehmen. Bewegung. Das ist wieder Post für den Direktor. Da ist Dylan. Versuche es weiter. Du kommst immer näher. Ich muss reingehen und in Bewegung bleiben. Eindringlinge. Ich muss handeln. Ich habe einen Plan. Ich bringe den Dia-Projektor zur Nostalgieabteilung. Ich schalte ihn an. Lasse das Zischen herein. Ich bringe das in Ordnung. Ich höre sie, wie sie sich gegen mich verschwören. Eindringlinge, Befallene. Ich habe Darling verloren. Er war der Erste. War der Resonanz des Hedron ausgesetzt. Es kontrolliert alle, die den Verstärker tragen. Ich hatte befohlen, das verdammte Ding nicht zu verwenden. Sie haben nicht gehört. Hedron hat die Behörde befallen. Davon kommt keiner zurück. Sie sind tot oder Monster. Ich halte sie auf. Ich habe einen geheimen Verbündeten. Die Nostalgieabteilung. Ich habe mein eigenes Dia für den Projektor. Ein Andenken aus Ordinary, das ich an mich nahm, nachdem das Mädchen sie verbrennen wollte. Es ist angekokelt. Aber es funktioniert noch. Das Zischen wird uns alle retten. Ich habe den Faden verloren. Ich... Weißt du nicht, Polaris ist der Feind. Und die Verstärker lassen Polaris in... Verwirrt. Wie jemand... Die Menschen weiterarbeiten. Ohne dass die halt... Ich sehe... Manipuliert so werden. An sich, das Hadron schützt sich vom Zischen. Zu schnell. Auf der Expedition durch das Dia ist...
etwas in mein Ohr gekommen. Es dreht sich also alles um. Ich lasse sie nicht gewinnen. So ist das passiert. Das Zischen erwischte Trench als ersten. Er schaltete den Projektor ein. Ließ sie rein. Ich darf das nicht vergessen. Das Zischen. Das Zischen ist der Feind. Das hat sie aber anders angehört. Das ist alles in meinem Kopf. Das Zischen bohrt sich rein. Ich bin hier gefangen. Es übernimmt die Kontrolle. Er hat doch gerade was anderes erzählt. Dass die Hadron-Dinger... Also er sieht das Hadron als Feind und hat das Zischen deshalb reingelassen. So habe ich das verstanden. Ich werde kämpfen und einen Weg finden, es zu vertreiben. Willkommen zurück. Meine Assistentin ist eben gut. Sie guckt vor allem immer ernster. Du bist am Boom. Kriegst du die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Glück, du bist am Boom. Kriegst du die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt. Ich weiß, was ich tun muss. Am Anfangen. Ich hätte es früher sehen sollen. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Hallo, hier ist Dr. Caspar Darling. Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot. Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro. Das Endspiel. Es wird enthüllt. Das Donnerlied verzerrt sich. Glück kommt. Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Hatte Darling überhaupt ein Pro... Er hatte doch eigentlich sein Büro in der Forschungsabteilung. Polaris, du bist zwar tot, aber kannst mir nicht vielleicht doch noch einen Tipp geben, wo ich langlaufen muss? Ah. Oh. Zeit zu reisen. Du bist fort. Tot. Ich fühle dich nicht mehr. Ich kann nicht. Aber da ist was. Ich
weiß nicht was. Das Motel ist ein Ort der Macht, der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Die letzte Aufnahme vom Doktor. In meinem Kopf. Warum soll das mich nicht an ein Ziel bringen? Er hat guten Halsschwung. Jesse ist Dynamite. Das ist mein Motivationssong. Das ist so seltsam. Ach komm schon. Das ist in meinem Kopf. Du bist so ein Freak, Jesse. Leuchte heller um eine Konstante herum, drehen sie sich. Hadron ist tot, aber du lebst hier in mir. Vielleicht hat Hadron dich in unsere Köpfe gepflanzt, als wir sie getroffen haben. Vielleicht warst du schon immer da und sie wollte mir zeigen, wie ich dich wecke. Vielleicht werde ich es nie verstehen. Vielleicht muss ich das auch nicht. Trench wurde als erster vom Zischen befallen. Langsam über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet. Einfach so. Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Sie warten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen. Wir werden Dylan bekämpfen müssen und den Projektor. Ob ich zu weit runterfalle, kostet mir das gut HP, ey. Bisschen wenig Raum zum Kämpfen, oder? Aber Dylan ist nicht hier, nur der Projektor. Ich weiß es, weil es für mich auch so war. Die schwarze Pyramide. Oh.
Meine Güte. Ich glaube, ich bin ein bisschen stärker geworden. Ach nö, erzähl doch nicht, ich bin gerade gelandet. Da ist doch überall Heilung auf dem Boden. Oh. Und wisst ihr, was das Beste ist? Es gab keinen einzigen... Also es gibt ja keine Kontrollpunkte. Wo speichert ihr dann? Okay, hier. Gut. Alles andere wäre jetzt super ätzend geworden. Alter. Ich hoffe mal, dass kein unendlicher Kampf hier ist. Hätte sein können, dass man einfach versuchen muss, weiterzukommen. Ach, diese ganzen Sprengexplosionen, schieß mich tot, alles irgendwie rumfliegt. Ich liebe es.
Oh, das ist einer von den Unsichtbarkeitsviechern. Da kommt er gerade angelaufen. Aua. Ja, jetzt musst du mich ja irgendwas treffen, ne? Die ganze Zeit passe ich gut auf. Oh, das kannst du erzählen, die Heilung liegt vor mir. Ach, scheiß drauf, ey. Kack die Wand an. Boah. Oh, man muss von ganz... Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Video hat das Spiel als Demo ausgesucht, weil es einfach RTX am besten umsetzt bis jetzt. Also meines Erachtens. Also ich habe ja ein paar RTX-Demos gesehen. Auf dem RTX-Event. Und ich finde halt, Control arbeitet am besten mit Spiegelungen. Ohne dass man halt das Gefühl hat, oh, es muss alles verchromt sein. Es wird spät, ey.
Es wird langsam einfach spät. Bin ja schon 7 Stunden dran. Übrigens, wo sich eigentlich gewünscht, dass man bis zum 30. nicht im Livestream zeigt, wie das Ende aussieht. Aber wir sind eh schon an der Endmission dran die ganze Zeit. Danke fürs Folgen, Black Sarah. Also es ist kein Embargo, es ist einfach nur eine Bitte gewesen. Aber bis das auf dem Kanal ist, vergeht ja ein bisschen Zeit. Aber jetzt will ich es einfach wissen, wie es ausgeht. Eigentlich wollte ich schon längst Feierabend machen. Aber dann kam die Endmission. Nein! Nein, 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 nein! Oh, ich brauche die HP von hier unten, danke. Boah, es muss doch hier irgendwo ein bisschen Schutz geben. Nimmst du eigentlich noch auf? Natürlich nehme ich noch auf. Nein, ich Idiot, ich bin von der Kante gefallen! Ich verdammter Vollpfosten! Weißt du, was wir mal probieren sollten? Die tauschen gegen die normale Griff. Wenn nämlich die Waffen so stark verstärkt wurden, ist es gar nicht mal verkehrt, mit der normalen Pistole jetzt zu kämpfen, weil wir mit der ja viel Schaden machen. Mm-hmm.
Schwester eine Granate selbst. Ich habe zwischenzeitlich gesagt, die Aufnahme ist gestoppt, als ich auf Klo gegangen bin. Was ja auch Sinn macht. Das ganze Spiel hier mit meinem ganzen Skill in Remnant wegmachen. From the Ashes, ey. Weil das hier einfach bedeutend actionbetonter ist. Und dann bin ich bei Remnant drin und wundere mich, warum ich so schnell sterbe wieder. Ich habe das Gefühl, ich komme schnell, also immer schneller durch die ersten Abschnitte durch. Oder wahrscheinlich ist das einfach das Gefühl, dass sich eh alles wiederholt für mich. Der Schwierigkeitsgrad wird automatisch runtergestuft, umso länger ich spiele. Oder beziehungsweise umso häufiger man stirbt. So eine kleine Nachjustierung. Ich habe nicht mehr an das Unsichtbar-Vieh gedacht. Unsichtbarkeitsvieh gedacht. So. Letzter Try. Ansonsten. Oh, ich weiß nicht. Kann man einfach hier rausgehen? An der Stelle? Nee, eigentlich muss man es jetzt durchspielen. Aber vielleicht sollte ich einfach mal auf Toilette gehen. Ah ne, ich beruhige mich jetzt und mache das ganz entspannt. Wo ist denn die Heilsphäre? Ach, da hinten. Thank you.
erste Insel. Einmal Nacken knacken lassen. 16 Minuten drüber von der Maximalzeit, die ich eigentlich beim Stream machen will. 2.16 Uhr. Also wenn sie am Ende noch eine schöne Jump-Passage machen, dann platzt mir noch ordentlich das Rohr. Definitiv in Bewegung bleiben. Erstmal wegen genau dem Penner. Seh dich. Boah, jetzt war ich aber noch kurz entspannt. Angenehm durch die Hose atmen. Scheiß, wie mich hier erwischt, ey. Ha! Nimm das, du unsichtbares Vieh. Und tschüss, dickes Schwein. Ich höre da noch einen wirbeln.
glaube, das ist der letzte hier. Komm, bitte lass es den letzten Abschnitt gewesen sein. Ohne Scheiß, war das so entspannt. Mach jetzt nicht irgend so einen dämlichen Pfeiler mal hier aus, weil dann die Ecke runterfehler. Dylan liegt im Koma. Ich weiß nicht, ob noch was von ihm übrig ist. Ob er je zurückfinden wird. Das Portal ist geschlossen. Aber das Zischen verbleibt im ältesten Haus. Und die Quarantäne kann nicht aufgehoben werden, solange noch eine Spur davon vorhanden ist. Ich arbeite mit der Geschäftsleitung an einer Lösung. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich bin die Direktorin des Federal Bureau of Control. Wir hängen da zusammen drin. Du und ich. Bitte Geld für ein richtiges Ende? Es fehlt irgendwie die Situation, den Platz der Schädel. Ich glaube aber jetzt hiernach kann man wahrscheinlich weiterspielen und die Nebenmissionen noch machen, weil das Zischen ist ja immer noch im Burrow. Wir haben nur das Portal geschlossen. Da ist einer Martin Bussi Paris. Die sind natürlich alle ganz toll. Wir danken alle für dieses wundervolle Spiel. Hat der Xbox in seinem Song erwähnt? Weiß einer, ob es ein geheimes Ende gibt? Oh, vielleicht gibt es ja wirklich ein geheimes Ende, wenn du alle Nebenmissionen machst erstmal. Ach, keine Ahnung. Ah, siehst du? Jetzt startest du und du hast das Outfit der Direktorin. Jetzt hast du ja die Nebenmission, jetzt kannst du so gesehen, noch die Nebenmission weitermachen.
Aber die Main Story ist, glaube ich, damit erstmal abgeschlossen. Die Verurteilten. Das ist der Name des Films, an den ich dachte. Nicht wichtig, aber das ist er. Suche im Ältestenhaus nach Behördengeheimnissen und verborgenen Hinweisen. Ich finde, sie sieht als Direktorin echt adrett aus. Auch wenn ihr Mantel merkwürdig glänzt. Ja, aber für heute wird es an der Stelle erstmal Ende sein. Die Story ist durch. Das Zwischen ist natürlich noch vorhanden. Es gibt noch ein paar Nebenmissionen. Ich werde die Nebenmissionen machen. Morgen spielen wir mal Man of Medan. Erstmal danke auf YouTube, dass ihr bis zu dieser Stelle geguckt habt. Nebenmissionen dann in den weiteren Folgen. Und wir werden es dann die Tage noch mit den Nebenmissionen weiterführen. So, in dem Sinne, danke.